Ride a Da bin ich wieder der Markus Burkhardt. Hoffentlich oder dankenswerterweise auch Naturgarten-Wegbegleiter. Heute haben wir richtig ein schönes Thema. Vielleicht manche, die noch nie dabei waren oder selten reinschauen. Es geht bei uns sehr viel um das, was wir in unseren eigenen Gärten oder auf unseren Balkonen, Balkonkisteln, whatever, machen können, damit wir eben die heimische Tier- und Pflanzenwelt unterstützen können. Und heute ein wunderbares Thema, passt nämlich super zur Jahreszeit. Schon langsam kommt die Natur in Schwung und hoffentlich dann auch die Hummeln wieder. Wir werden uns heute ein bisschen mit der Hummel beschäftigen. Hummeln sind einfach faszinierende, wunderbare Lebewesen, die leider auch gefährdet sind, wie so viele andere. Bienen. sie kennen ja zu den Wildbienen. Wir schauen uns ein bisschen was über die Biologie an und ich habe da ein kleines Projekt, hätte eigentlich gar nicht geglaubt, dass ich da was damals. aber das bietet sich wirklich gut an, weil da kann man viel darüber erzählen, was Hummeln brauchen und was man ja in unseren Gärten bereitstellen soll, damit sie auch die Hummel dann bei euch hoffentlich wohlfühlt und oft im Garten blicken lässt. Bleibt dabei! Bevor ich aufstehe, gibt es jetzt einmal einen Nachsatz von der Einleitung, weil mir die Lala gerade hindert, dass ich da schnell aufstehe. Nämlich sogar unsere Lala hat was zu tun mit den Hummeln. Das wäre euch dann ein bisschen dazu, dass sogar die Katzen eventuell was mit Hummeln zu tun haben können. Aber dazu später. Bis dort könnt ihr ein bisschen raten, was das sein kann. Wir haben zwar bei uns herum jetzt tatsächlich noch kein Hummel gesichtet. Aber das ist ganz interessant, wenn man sich das einmal ein bisschen überlegt, wo Hummeln zum Beispiel überwintern. Erstens einmal ist auch faszinierend, die Hummeln bilden ja dann Staaten oder eigentlich geht der Staat aus von der Hummelkönigin. Und genau diese Königin überwintert immer. Also nur die Königin bleibt am Leben. Alle anderen müssen leider sterben, das ist die harte Natur. Aber die Königin, hoffentlich hatte sie voriges Jahr, voriges Jahr noch ein bisschen. Fan mit einem Hummelmännchen, ihr wisst was ich meine, und ist sozusagen jetzt befruchtet, über den Winter kommen. Man muss mal rechnen, wann die Winter streng sind oder nicht passen vom Klima her, dass da zum Teil ein großer Teil ausfallen kann. Aber Hummeln suchen sie verschiedene Bereiche zum Überwintern, die man auch im Naturgarten ganz gut bereitstellen können. In der Natur überwintern sehr gern also in Wäldern oder an Waldrändern für auch entlang von Wegesrändern, wenn so alte Grasbüschel stehen das Mängs. Und ähnlich ist es auch im Naturgarten. Also, wenn Sie Bereiche haben, wo ein bisschen so das Gras in so Büscheln stehen bleibt, da können Sie sie verschlürfen unter hohen Moosschichten. Moos ist ja in unseren Gärten immer so ein Riesenproblem. Oh mein Gott, ich habe Moos, was mache ich dagegen? Einfach lassen. Weil, wenn die schöne hohe Moospolster werden mit den Jahren, dann verstecken Sie da wirklich gern die Hummeln drunter. So 10, 15 cm tief oder in so eher weiche Erde unter Nadelbäumen, wo es ein bisschen Streu ist, da können Sie sie eingraben. Im eigenen Garten auch ganz gern in Komposthäufen, weil das hat eine Konsistenz, wo ein Hummel rein kann. Aber auch ganz viel, und da wären wir jetzt wieder bei der Wühlmaus oder bei den Mäusen, das werden wir heute noch ein paar Mal hören. Ähm, in verlassenen oder auch nicht verlassenen Mausgängen. Weil da kann es gemütlich reinkrabbeln, da ist von der Kälte geschützt und da kommen es sehr gut über den Winter. Also, das wären ein paar so Stellen den man ja auch in sein Garten eigentlich bereitstellen kann. Er kommt man schon wieder zuvor, werden wir später noch ein bisschen drauf genauer eingehen, welche Pflanzen jetzt super sind für die Hummeln. Ein Pflanzen nimmt man kaum wahr, weil es so unscheinbar ist und man reißt es vielleicht eher aus einem Gemüsegarten, gilt es ein bisschen als Unkraut, völlig zu Unrecht, kannst nämlich essen und 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 ist eine super Hummelweide, das ist der Ehrenpreis, gibt es verschiedene persische Ehrenpreis, was war sie? Und die haben wirklich gut Nektar und Pollen, Das sieht jeder, der sowas stehen lässt. Da gehen die ersten Hummeln dann begierig drauf. Also lasst sowas unbedingt stehen und nicht der Versuchung, also der Versuchung wieder stehen, sowas auszureißen. Das darf man nicht machen. Das ist wirklich ganz wichtig. Was ganz wichtig ist, vielleicht, wenn man sich einfach grundsätzlich einmal einen Gedanken macht: nein, oh, das ist mir doch wurscht, ob die Hummel fliegt oder nicht. Sind solche Lebewesen, haben die überhaupt eine Bedeutung für uns? Uns Menschen, ich glaube, diese These schmeiße ich jetzt einfach in den Raum, kann eh keiner widerlegen. Ich glaube, es ist wirklich so: ohne Hummeln, Wildbienen, Bienen, diese bestäubenden Insekten, gäbe es uns Menschen nicht. Oder die Säugetiere hätten sie nie so entwickeln können, weil 75 Prozent ungefähr unserer heimischen Pflanzen werden von den Hummeln, Bienen, es gibt auch noch ein paar so Wespenartige, die Honig eintragen. Egal, bestäubt, ein bisschen sogar von Schmetterlingen. Das heißt, die Hummel hat da einen ganz, ganz, ganz erheblichen Beitrag dazu, dass unsere Pflanzen, unsere Blütenpflanzen sich vermehren, Früchte bilden können, von denen wir Menschen ja dann wieder sehr, sehr stark profitieren. Die ganze Feldwirtschaft ist zu einem gewissen Teil ganz stark angewiesen auf die Bestäubung, Obst sowieso, alle Obstplantagen. Sehnen den Hummeln entgegen, wann sie kommen. Und es ist ganz interessant da, die Honigbiene ist natürlich auch ein braves Tier, keine Frage. Ist halt domestiziert, die Hummel zum Glück noch nicht. Schauen wir, dass es so bleibt. Die Hummel im Vergleich zur Honigbiene bestäubt drei, vier-, fünfmal mehr Blüten am Tag. Man sollte sowas eh nicht werten, aber einfach, dass es einmal gesagt ist. Und sie kann auch aufgrund ihrer ihrer bulligen Erscheinung Hummeln sind ja kräftige, große Flieger in der Regel, um einiges mehr Pollen herumtragen als die Honigbiene. Aber wie gesagt, man soll das jetzt nicht unbedingt vergleichen, aber jetzt haben wir es einmal gemacht, dass man sieht, so Hummeln haben schon einen wirklich großen Einfluss auf die Bestäubung, die bei uns passiert, wenn man sowas in Zahlen fassen würde, also wenn sie jetzt der Buchhalter-Typ hinsetzt und ausrechnen würde, was denn das wert wäre für die menschliche Gesellschaft, das wären aber Milliarden, aber Milliarden, und wir bewerten halt sowas nicht, weil man so ein gratis kriegen Schwein gehabt. Und ich glaube, das Mindeste, was man machen kann, dass man schauen, dass sich die Hummeln wohl fühlen. Und da gehören im Frühling zwei Sachen eigentlich dazu, die man wirklich auch im eigenen Garten, zum Teil auch ein bisschen in einem, auf einem Balkon, dazu einfach, den man machen kann, nämlich erstens klarerweise, wenn man lang über den Winter schlaft, was ist dann los? Man ist hungrig, man braucht Energie. Das heißt, unsere Hummelköniginnen brauchen richtig, richtig viel Energie und die Energie bekommen sie eben über die Blütenpflanzen. Dazu höre ich euch dann ein paar so von diesen Highlights, die man setzen kann im Garten, jetzt um die Zeit. Viel ist einfach selber da, wie im der Ehrenpreis. Wir müssen den noch lassen. Und das zweite, was ganz wichtig wäre, unsere Hummelkönigin sucht im Frühling ganz, ganz stark nach einem Quartier, um das neue Volk zu bilden, weil sie ist ja eine startenbietende Wildbiene und sie muss irgendwo was finden, wo es dann ihre Family sozusagen losstarten kann. Und die zwei Sachen, die schauen wir uns jetzt ein bisschen an. Musik Er ja, von den Gehölzen, über allem thront, wie immer, die Saalweide. Das Baumkatzl, wirklich eine gigantische Pflanze. Die steht erst vier Jahre oder was, da, wann überhaupt. Hat sie da angesehen, habe ich natürlich stehen gelassen. Und jetzt ist das schon eine super schöne Saalweide. Vielleicht haben wir ja Glück und das besucht unser Hummelheit. Wer weiß, es war noch gefahren heute in der Früh. Und die hat allerhöchste Nektar- und Bollenwerte. Da gibt es so Skalen, die Imker wissen das. 4,4 ist so die, der Höchstwert, und die hat bei beiden, beim Nektar und beim Bollen, den Höchstwert. Und da kommen kaum andere Pflanzen in diese Nähe. Was auch noch eine extrem gute Bollen- und Nektarquelle ist, sind die Schlehen. Sind wir gerade noch ein bisschen zu früh, werden aber auch bald blühen. Und das wisst ihr dann weiter ins Jahr hinein. Schlehenverwandte sind zum Beispiel Zwetschgen. Obstbaum kann man dann auch noch dazu nehmen. Das wäre super. Und alles, was jetzt so diese, eigentlich diese klassischen Frühjahrsblüher, vor der Narzisse ist vielleicht noch ein bisschen früher, die Narzissen Schneeklickerl. Da unten sind so diese Märzenbecher, großes und kleines Schneeklöckchen, sind sehr, sehr gute Nektar- und Pollenquellen um die Zeit. Sumpfdotterblumen kommen auch bald. Also eigentlich eh sehr bekannte Frühjahrsblüher, Krokus wäre noch super. Und da kann man sie eben wie jedes Jahr im Herbst einen Haufen einsetzen und dann hoffentlich sind die Mäuse ein bisschen gnädig und fressen nicht alles zusammen. Aber das waren so ganz wichtige erste Nektar- und Pollenquellen. Und da gibt es noch einen Haufen, den man sie ganz einfach setzen kann oder einfach lassen kann. Bestwurz ist also eine Pflanze, die man kaum im Garten hat. Es kommt da ein Haufen bald daher. Taubnesseln. Taubnesseln, Taubnesseln sind sowieso ganz, ganz, ganz wichtige Hummelpflanzen werden leider oft ausgerissen, weil man es oft am Anfang auch gar nicht so kennt, weil sehr gern so aus Beikräuter im Gemüsegarten wachsen. Wo sie stehen lassen kennt, lasst es unbedingt stehen. Gundermann, super wichtig. Veilchen kommen ein bisschen später, sehr, sehr wichtig. Auch die Duftveilchen ein Traum. Lungenkraut, also so diese klassischen, heimischen Frühjahrsblüher sind wichtig. Kuhschellen kommen jetzt dann auch relativ bald daher. Also da habt ihr eigentlich hm? Primeln Danke für diesen Einwurf. Ich hätte mich. Ich wäre in einer Depression gestürzt, wenn ich die Primmeln vergessen hätte. Vor die Primmeln könnt ihr euch setzen, die Erdprimmel, die ich immer noch in einem Shop habe. Aber ich habe die Vermehrung gestattet. Aber sie stockt etwas. <laughs> Dann habt ihr die, die hohe Schlüsselblume. Also die Waldschlüsselblume oder die echte Schlüsselblume, die kommt dann doch wieder um einiges später, also sechs. Da könnt ihr schon wieder ein Trachtfließband zusammenstellen. Aber Primeln sind ganz wichtig, Brimmeln-Schlüsselblumen super, die verwildern auch so schön, die dann sich dann selber mit der Zeit vermehren. Und da habt ihr dann schon mal alles, was die Hummeln im Frühling so als erste Nahrungsgrundlage brauchen. Da sind schon mal happy, da finden sie was. Am Wochenende mache ich Zaumrahmen, wie ein Feuertöterl, dass ich da mal, dass ich mal aus den Gräbern rauskomme. Du beobachtest mich, Kose, das ist nicht gut. Im Speziellen machen, glaube ich, es ist bei uns schon extrem, weil wir nur von Feldern umgeben sind. Das heißt, ich habe einen konstanten, eine konstante Zuwanderung an wirklich großen Mengen an Wühlmäusen. Das hat mir am Anfang schon, ich will schon fast sagen, fertig gemacht. Weil egal, was du gesetzt hast, die Wühlmaus hat sie das geholt. Aber die Wühlmaus ist eine der wichtigsten Verbündeten für die Hummeln. Nicht, dass der Wühlmaus das großen Spaß macht, denn die Wühlmaus wird von der Hummel. Nein, so nicht, aber sie macht es anders. Sie jagt sie aus ihrem Bau raus. Wenn die Hummeln im Frühjahr, das müsst ihr, habt ihr sicher schon zum Teil beobachtet, die, die sich mehr mit Hummeln beschäftigen, wissen das. Die Hummelköniginnen suchen im Frühjahr die Gegend wie mit einem Hummelscan ab. Und suchen nach Stellen, wo sie diesen Staat anlegen können. Und um die 90 Prozent, also wirklich ein ganz, ganz großer Anteil unserer heimischen Hummeln, nutzt Mausnester, verlassene Mausnester oder Mausgänge. Es gibt welche, die sind unter der Erde, wie von der Wühlmaus. Es gibt aber auch welche, die werden gebaut. Habt ihr vielleicht schon mal beim Zusammenräumen im Garten gefunden? So kleine Kugeln, die irgendwo so reingebaut werden ins Gras. Da ziehen die Mäuse ihre Jungen hoch und so genau sowas brauchen die die Hummeln weil die Hummel kann nicht selber ihr Material wo suchen und eintragen, wie es manche Wildbienen kennen, zum Beispiel diese Schneckenhauswildbienen, die selber das Material tragen, sondern die Hummel ist ein bisschen bequemer. Sie sucht einfach was, wo schon die Bedingungen gut passen. Und zwar eine Maus zerkleinert das Material, so irgendwelche Häckselabfälle im Garten, abgestorbene Gräser. Sie zieht sich selber ein bisschen Fell raus, solche Dinge, und macht ein kuscheliges, nettes Nestchen für ihre Jungen. Und das kapert dann die Hummel. Sie vertreibt wirklich die, die Maus aus dem Nest oder die Maus kommt nicht zurück, weil die Lala sie gefressen hat. Ist auch möglich. Und was auch noch dazu kommt, ist auch interessant, sie machen das auch bei Vögeln. Das heißt, sie vertreiben zum Teil auch durchaus einen brütenden Vogel aus dem Nistkasten. Kann passieren, vielleicht oder sogar schon eingelegt. Und die Hummel staubt nass, Das ist unglaublich, dass so ein kleines Lebewesen das zusammenbringt, wie die Natur das irgendwie eingerichtet hat. Also, das waren so ganz wichtige Sachen im Garten, diese Mauslöcher nicht zu machen, weil die Gärtner tendieren immer dazu, uh, ein hässliches Mausloch, muss ich schnell zumachen. Dann macht es vielleicht einer Hummel erstens einmal die Möglichkeit überhaupt kaputt oder sie ist vielleicht schon drinnen und kann dann nicht mehr raus. Und sowas findet sie aber nicht. Das ist letztes Wort jetzt dazu. Weil die Hummel ja bestrebt ist, dass sie wiederum nicht gefunden wird. Sie macht dieses jetzt zum Beispiel da als ziemlich ein großes Mausloch. Das hat so einen Durchmesser. Wühlmäuse sind große Tiere. Schöne große Gänge unten drin. Also da kann sie richtig ein fettes Hummelvolk entwickeln. Die dort den Ausgang dann verkleiden mit Erde oder mit Strohmaterial, was rundum rund und um findet, sodass, so, sodass gerade die Hummel noch durch kann. Und so finden wir das nicht. Oder kaum einmal. Da muss man wirklich Glück haben, dass man so ein Nest findet war das war gut. Jetzt haben wir wieder eine kleine Unterbrechung gehabt, weil eine Lieferung gekommen ist. Dann ist der Nikke gerade aufgestanden, weil er hat Ferien. Es ist mittlerweile 17 Uhr. Was hast du gestern gemacht? Das war so spannend, ist so nicht. Aber das ist nicht vergiss, mache ich das ist jetzt gleich fertig. Eben Hummeln. Niklas, du musst mich spiegeln. Hummeln bilden Kooperationen mit verschiedenen höheren Lebewesen, eben Säugetieren oder Vögeln und nutzen eben sich denen ihre Nester und da passt die Lala. Insofern ist zwar ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, aber zum Beispiel unsere Meisen verwenden sehr gern die Haare von der Lala und bauen sie in die Nester ein. Also könnte es auch sein, dass ein Hummel einmal ein Nest okkupiert, was mit Haaren von Katzen gepolstert ist. Wäre möglich. Aber es ist ähm, faszinierend, wie sie solche Verhaltensweisen über wahrscheinlich Jahrmillionen herausgebildet haben und die man einfach nicht, das weiß man nicht. Woher soll man sowas wissen? Man beobachtet das ja auch kaum. Kein Mensch. Beobachtet über Jahre Hummeln. Und das ist schon ganz, ganz lässig, wenn man so Dinge weiß im Garten und dass man es da auch unterstützen kann. Mh, Wühlmäuse sorgen für eine gewisse Dynamik. Sie haben es sogar geschafft. Ich habe es eh ja schon gemerkt vorher. Ja. Aber dieser Hang, der ist wirklich unglaublich. Der ist dermaßen unterminiert von Wühlmäusen. Man weiß auch nie. Also... Wo ist der? Ah, da. Ist er nicht reingeschaltet? Also... Ja, vielleicht muss es so viel so herlegen. Ja. Da kann ich weiter da. Also da ist wirklich Wühlmaushausen. Wenn man drüber geht, bricht man fast ein. Sorgt immer für eine gewisse Dynamik. Aus Gärtner ist man etwas ratlos, weil alles was hier hinsetzt fressen. Ist wirklich alles. Unglaublich. Und jetzt haben sie es sogar geschafft, dass die Mauer da oben rutscht. Die wäre jetzt... Ich hoffe, dass mein Hausarzt nicht zuschaut. Ich war nämlich gerade bei einem meinem Gruppen. Gutes Rückentraining, sehr gutes Rückentraining. Das werden wir jetzt schnell herrichten. Und dann werden wir das ansehen, nachdem es da ziemlich viel aufgefressen haben wieder die Mais. Aber es ist lustig, finde ich, weil jedes Jahr passiert irgendwas Neues da und es schaut trotzdem nie schlecht aus. Ich sehe das dann einfach an mit einer wirklich super, super Hummelpflanze. Werde es dann essen. Eh Aber jetzt richtig schnell die Mauer her und dann tue ich das ein bisschen, ich tue nicht großartig was, ein bisschen auseinanderrechen. and saying tschüssi. Also ich schätze mal, es wird wieder ein paar Jahre halten und mehr, was, was wollen wir denn mehr? So, okay, jetzt da, sind wir aufgewärmt, wäre vorher besser gewesen und jetzt werden wir das kleine Fleckchen da, das tue ich nur ein bisschen mit dem Rechen herrichten, weil ich weiß nicht, ob man das am Video so sieht, aber es ist fast nur Erde. Es sind schon ein bisschen so Keimlinge dazwischen, die können sich eh entwickeln. Und da sehe ich dann den roten Fingerhut aus, weil das ist eine der wirklich aller allerbesten Hummelpflanzen und die sollen sie da einfach entwickeln, weil die entwickeln sich hoffentlich schnell. Nachdem der rote Fingerhut ja ein Lichtkeimer ist, das hat er jetzt da, jetzt hat er Licht und offene Erde und wehe, du keimst nicht. Es ist immer schwierig auf Böschungen, weil sobald es regnet. Aber wir werden sehen, wann nur ein paar davon kommen, bin ich schon froh. Weil setzen, es macht da keinen Sinn, was zu setzen. Ich habe alles probiert. Du setzt was, dann kommt die Wühlmaus und frisst es, mit dem muss man leben. Also lassen wir hier einfach Dynamik zu. Hey. Jetzt werden wir uns das da ein bisschen strecken mit Sand, weil die roten Fingerhut, digitales purpurea, ist recht ein feiner Same und wenn ich den nur so gefühlsmäßig ausstreue, dann ist alles weg, ist schade, weil man braucht ja da keine große Menge. Mische ein bisschen mit Sand. Und das Schöne ist ja an einem Naturgarten, wenn du einmal eine Vielfalt hast in deinem Garten, dann kann man selber immer ein bisschen ernten, wenn man Lust hat. Über den Sommer in den Herbst rein, bewahrt das auf. Das kennt ihr irgendwo, Es geht super in so Tütchen, Papiersacken. Und nachher habt ihr immer die Möglichkeit, wenn ihr wo eine kleine Baustelle habt oder eine größere, dass ihr auf euer Saatgut zurückgreift. Das größte Problem bei diesen Böschungen ist immer, jetzt haben wir es angesagt. jetzt war es gar nicht schlecht, wenn man ein bisschen das so professionell, mit einer professionellen Festtritthilfe festtritt. Das machen wir jetzt. Und dann ist immer die große Problematik, sobald es regnet und wenn es stärker regnet, dann nimmt die Erde und den Samen mit und deshalb keimt auf solchen Böschungen das nur sehr schwer. Und da ist gut, wenn es ein bisschen, zum Beispiel das ist ein altes Heu vom Heuhaufen. und das bringen wir jetzt so ein bisschen auf, so. Genau so, ganz genau so muss das aufgebracht werden. So. Da ist es natürlich gut, wenn nicht zu viel Grasanteil dabei ist, also Gras sammeln, sonst habt ihr wieder nur Gras da. Genau. So und siehe da jetzt aus. mehr gefreut nicht. Und die Schicht, die ist so dünn, dass das Licht weiterhin durchscheinen kann auf dem Boden. Der Regen kann auch schon durchsickern. Andere Pflanzen, die schon, die schon vielleicht etabliert sind, die stört das nicht. Die wachsen durch und der Same wird einfach weniger abgewaschen und dann hoffentlich nächstes Jahr, nicht heuer, werden wir dann sehen, ob wieder rote Fingerhüte da sind, hoffentlich. Ja. Für alle, die gerne lesen, ich es wirklich ein super Buch, sind zwar absolute Hummelfanatiker im positivsten Sinn des Wortes, die das geschrieben haben. Wirklich lässig zum Lesen, das Buch steht viel drinnen. Über alle, die vielleicht sie mit Hummeln neu zu beschäftigen beginnen oder alle, die das schon länger machen, kann man sich dafür viel Ganz nett ist hinten die Hummeltrachtpflanze, da kann man sich ein bisschen durchblättern, weil Hummeln haben auch gewisse Vorlieben. Es gibt ja kurzrüsselige, langrüsselige. Die langrüsseligen sind oft eingestellt auf ebenso Blüten wie dieser rote Fingerhut. Dann gibt es sogar eine eigene Eisenhuthummel, die hat ganz ähm, eine lange Zunge. Also, das sind alles so Anpassungen aufeinander. Ja, von den Weiden angefangen, wie wir es eh äh, gehabt haben. Unten das Palmkätzchen, die Rachenblütler, die Lippenblütler. Kann man sich da wirklich einmal so durch Storchschnabelgewächse, Nachtkerzengewächse, Lippenblütler, was haben wir da? Günsel, der kommt ja bald, ich glaube ich, haben wir eh gesagt, Schwarznessel, wieder eine Nessel, herz gespannt, traumhaft, Wiesensalbei, waldziest diese ganzen Ziestsachen, Lavendel natürlich, Steingwendel, Rachenblütler, das wäre der rote, äh, rote Fingerhut. Dann haben wir was sehr, sehr beliebte Hummelpflanzen sind, sind eben die ganzen Eisenhütte, der gelbe Eisenhut oder der blaue Eisenhut, unsere Fingerhütte, da gibt es ja auch verschiedene, roter Fingerhut, gelber Fingerhut, großblütiger Fingerhut, das sind so Pflanzen, die man gern oder was auch zu so einem Blüten, die schwer zu öffnen sind, zum Beispiel von der gelben Blatterbse. Das kennen eigentlich nur sehr kräftig gebaute Wildbienen und da gehören die Hummeln dazu. Das ist dann immer schön zum Beobachten, wenn ein Hummel da hinkommt auf so eine Blüte, wop, die klappt es einfach nach oben und saugt sich den Nektar raus. Und eine Honigbiene tut sie da schon viel schwerer und kommt kaum rein. Also da kann man sie wirklich austoben und ein super Hummeltrachtband übers Jahr für die Hummeln in seinen Garten bereitstellen. Ganz ein wichtiger. Schluss, Schlusssatz weiß ich nicht, schaffe wahrscheinlich nicht. Aber was ganz wichtig ist, einfach, was man wissen sollte bei der Gefährdungssituation der Hummeln bei uns, die haben einfach das Problem wie eh alle Insekten. Eine groß, eine sehr, sehr großzügige, wie nennt man das, Landbereinigung, die stattfindet, wo Äcker zusammengelegt werden, um das Ganze rationeller zu machen. Es fehlen immer mehr Feld- und Flurreine. Pestizide sind natürlich ein Riesenproblem, aber was wirklich Gift ist für die Hummeln und das wird in den Hausgärten viel gemacht: das Mulchmähen einerseits mit diesen mulchmähenden automatischen Mähern, aber auch bei unseren Straßenböschungen. Wenn es ist, das beobachtet bei euch in der Gemeinde, da kann man ruhig mal lästig sein: einen Brief schreiben, einen lieben, bitte netten, an den Herrn Bürgermeister mit einem Bussi von der Biene und von der Hummel. Dass dieses Mulchmähen ist so ein Riesenproblem über das ganze Jahr. Weil selbst wenn ein paar wenige Hummeln sich am Straßenrand noch ansiedeln könnten und zwischen diesen Büscheln ihr Nest reinbauen, wenn das erste Mal gemulcht wird, wird auch die ganze Grasnarbe zerstört. Das heißt, da verschwinden dann diese Grasbüschel, aber auch die wertvollen Futterpflanzen, wie bei uns eben zum Beispiel der Wiesensalbe, wird immer seltener. Du kannst wirklich beobachten, von Jahr zu Jahr wird es weniger. Und gleichzeitig werden die Eingänge der Hummeln verlegt durch Mulchmen, weil das Gras oben liegen bleibt. Der Grasschnitt bleibt liegen auf den Eingängen, weil sie eben hauptsächlich in, in verlassenen Mausnestern drinnen sein Und das kann man auch daheim im eigenen Garten beherzigen. Nicht Mulch mähen, beziehungsweise wenn es was mäht, zum Beispiel diese Muttersensen sind ganz schlecht, aus vielen Gründen. Und da bleibt ja oft dann das Futter, wie man so sagt, einfach liegen. Und vielleicht habt ihr das sogar schon beobachtet, wenn es mäht mit diesem Meer und das Gras bleibt liegen. Und dann suchen die Hummeln oft so über dem Gras und fliegen hin und her und man denkt sich, aha, was sucht denn die da? Sie sucht den Eingang zu ihrem Bau. Und wenn sie den nicht mehr findet, ist der Bau verloren und auch die Hummel, weil ein hat es meistens die Energie nicht. Das sind so ganz einfache Sachen, an denen man vielleicht oft nicht denkt, wo man ein bisschen was wirklich beitragen kann. Okay, das war es jetzt von uns. Kurze Eigenwerbung noch einmal. Vielleicht, wir haben schon zahlreiche Anmeldungen für die Wegbegleitertage am 8. und am 9. Juli. Langsam merken wir es. Es geht langsam bei mir aber. Schön langsam sitzt. Hoffen wir, dass wir ein schönes Wetter haben, dass wir zahlreiche Hummeln, Bienen, Schmetterlinge beobachten. Das wird sicher wieder eine lässige Sache. Da werden wir eine schöne Runde machen. Und natürlich wieder ein großes Dankeschön an alle, die uns unterstützen und hin und wieder in den Shop reinschauen. Falls wer das nicht weiß, wir haben auch einen Shop, in dem man viele dieser Pflanzen, von denen Marien kaufen kann und dann im eigenen Garten ansetzen und. Die Hummeln werden sie freien, wenn sie dann eine Nahrung haben. Was muss ich noch sagen? Ich glaube, das war einmal das Wichtigste. Aber ich finde einfach, Hummeln ist so ein schöner Einstieg in das Thema Naturgarten, wenn jemand auch noch gar nichts mit der Materie zum tun hat, weil Hummel ist einfach, sie ist sympathisch, sie ist lieb, sie hat unsere Liebe von vornherein schon irgendwer. Und es ist gar nicht so schwer, dass man den eigenen Garten mit wenigen Handgriffen, möchte ich fast sagen, wieder so gestaltet, dass man ein ein Zuhause für unsere Hummeln da drinnen schafft. Also macht es gut, habt es gut, ärgert es euch nicht zu viel über die Wühlmäuse, denn eh schon wissen, die Hummel braucht sie. Also, ciao, für euch. Kleiner Nachsatz noch, weil es uns gerade eingefallen ist. Wir setzen euch unten dann den Link zu dem Film. Das ist gleich zwei Jahre war das, ist das her, da ist mir das aufgefallen. Einmal am Abend oben bin ich so eine Runde gegangen. Und dann, ich weiß nicht wie viel, also wirklich Dutzende Hummeln zum Teil auch Wildbienen, sind in den Blüten drinnen gehängt und haben einfach gemützt. Sie haben gemütlich geschlafen, gepennt. Also die suchen sie dann oft zu so Plätzchen. Scheinbar hat mir dann jemand aufgeklärt. Es ist wieder, wirklich, es ist Ironie. Es sind die Männchen, die nicht mehr in die warme Stube ihrer geliebten Königin dürfen. Man stelle sich das vor, der muss draußen schlafen. So ist es. Das Leben ist hart, manchmal auch für Männer. Aber es war ein netter Film. Und wenn es interessiert, könnt ihr kurz reinschauen. Kleiner, aber wirklich ein wichtiger Nachsatz für alle, die gern Hörbücher oder Podcasts und solche Dinge konsumieren und hören. Wir sind durch den Sebastian scheinbar vorgeschlagen worden, da Andrea Gerhardt, die betreibt zusammen mit dem David super sympathische Leute. Möchte ich hier wirklich nochmal erwähnen. War echt eine, auch für uns, eine voll nette Sache einen Podcast, der nennt sich 2 vor 12. Und da geht es ja, um die Themen unserer Zeit, kann man sagen, um Nachhaltigkeit, um Umwelt, soziale Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit, je nachdem wie man es sagen will, hat wirklich voll viel, viel, ich habe mir da ein bisschen durchgeschaut, echt sehr, sehr lässige Beiträge, also die mich persönlich auch sehr interessieren. Also danke hier nochmal an euch und auch an den Sebastian für die Empfehlung. Und der kommt nächste Woche scheinbar raus, gell, Dienstag das werden wir noch mal unten rein schreibseln und dann könnt ihr mal in so einen Podcast rein hören